Heute kommen wir mal zu dem Thema AfD und Umweltschutz und Klimaschutz oder Umwelt und Klima. Da gibt es ja sehr viele Behauptungen in den öffentlichen Medien oder wie auch immer. Schauen wir mal, was richtig ist. Wenn es interessiert, der bleibt dran. Servus Christa, ich habe die Ehre, es heißt ja immer wieder, die AfD wäre gegen Umweltschutz und so weiter und so fort. Aber genau das Gegenteil ist richtig von der Sache, weil wir wollen den Erhalt unserer Wälder, unserer Felder, unserer Seen, unserer Flüsse, wir wollen unsere Kulturlandschaft erhalten, weil das ist ja eines der wichtigsten Sachen und wir wehren uns halt einfach gegen die Verspargelung unserer wunderschönen Landschaft, unsere wunderschöne Kulturlandschaft mit den komischen Windkraftanlagen, die umweltschädlich sind und optisch eine Katastrophe haben. Wir sind ja die einzigen, die links-rot-grüne mit CDU, CSU und FDP propagierte Umweltpolitik hinterfragen, ob das alles richtig ist, was die da von sich geben. Weil speziell das EEG, also das Erneuerbaren Energiengesetz, stellt ja mehr oder weniger einen Eingriff in die Umwelt dar und macht weniger einen Umweltschutz aus und zahlen muss das am Schluss wieder mal der arme Arbeiter, der Steuerzahler, das arme Mieterl, das in einer kleinen Wohnung lebt, die von der Rente eh kaum mehr leben kann, muss auf den Strom extra mehr zahlen, nur damit, dass man das links-grüne Umweltschutz, also sie nennen es immer Klimaschutz, wobei das Klima kann man nicht schützen, aber ist ein anderes Thema, verkaufen sie mal als Klimaschutz, was aber irrsinnig ist. Dann heißt es aber, die AfD leugnet den Klimawandel. Naja, wir leugnen nicht den Klimawandel, sondern wir sagen halt klipp und klar, der Mensch ist nicht verantwortlich für den Klimawandel. Klimawandel gibt es schon seit Abermillionen Jahren. Ich meine, wer sich vielleicht einmal erinnern kann an Geschichte, ich glaube war Grundschule oder vielleicht Hauptschule, 6., 7. Klasse, da ist der Hannibal mit seinen Elefanten über die Alpen gelaufen. Ich habe noch kein Geschichtsbuch gefunden, wo drin steht, dass seine Elefanten auf die Gletscher irgendwie ausgerutscht sind oder sonst irgendetwas. Warum steht das nicht drin? Weil die Alpen damals eisfrei und schneefrei waren. Also so viel zum Klimawandel von vor 2000 Jahren. Jetzt weiß ich nicht, haben die Elefanten so viel gepupst, dass Schnee und eisfrei war? Oder war das einfach der natürliche Klimawandel, der immer wieder auf uns zukommt? Und genau wie in der Asyl- oder Corona-Politik oder Klimapolitik wird immer wieder versucht, uns irgendein Sprechverbot aufzuerlegen, weil es immer wieder heißt, 99% würden sich dafür aussprechen, dass dieser Mensch gemacht ist. Übrigens ist das alles Lug und Betrug, weil man kann sich jede Statistik schön rechnen. Im Endeffekt sind es irgendwo 0, irgendwas der Wissenschaftler, die überhaupt davon sprechen, dass der Mensch einen Einfluss drauf hat. Ja, wir haben einen 4%igen Einfluss drauf. Man ist dann runterbricht auf Deutschland und Deutschland hat vor den 4%, wenn die 4% wieder 100%, dann gerade 2% und man ist dann runterbricht, haben wir irgendwo bei 0, ich glaube 5 oder 6 Nuller und dann kommt erst wieder mal eine Zahl Einfluss aufs Klima. Also machen die Milliarden, die wir da verschießen, sehr, sehr, sehr wenig Sinn, wenn man das gar nicht in die Hände nehmen darf. Und da sich darauf vorbereiten, was passiert, da in der Landwirtschaft, da im Umweltschutz nicht irgendwelche blöden Windräder bauen, sondern vielleicht mehr aufforsten, dann darf man was draus machen. Oder darf man vielleicht so komische Handelsabkommen wie das Mercosur oder TTIP oder CETA nicht machen, wo dann x-tausende von Containerschiffen zwischen Amerika und Europa hin und her fahren, die dann mit Schweröl fahren und jede Menge Abgase, ich mag jetzt nicht sagen CO2, weil CO2 ist Leben, jede Menge Abgase in die Luft pumpen, die unsere Meere mit Sicherheit nicht gut tun, die jede Menge Müll dann in die Meere zurücklassen, die das Plastik einfach rausschmeißen, dann wäre viel mehr erreicht, als wir mit den anderen Sachen. Also hört endlich auf mit den Sprechverboten, was Klimawandel oder Umweltschutz betrifft. Man muss einfach wieder mal normal denken. Und dann komme ich zu einem anderen Thema. Die AfD ist für Kernkraft. Ja, wir sind ganz klar für Kernkraft.
gibt verschiedene Gründe. Wir haben einen Wirtschaftsstandort. Wir können uns nicht auf irgendeinen Zufall verlassen, ob wir heute Strom haben oder nicht, ob wir Energie haben oder nicht. Ich kann mich ja nicht aufs Ausland verlassen. Ich kann doch nicht dann einfach einen Atomstrom von Frankreich kaufen, von Tschechien kaufen, oder Tschechischen Republik, wie es heute heißt, oder von Polen kaufen, oder wie auch immer, weil das löst das Problem nicht. Und würde man nicht händeringend noch ein Endlager suchen für den Atommüll, sondern würde man den vernünftig recyceln, da könnte man übrigens auch wieder Strom daraus gewinnen, Energie daraus gewinnen, und man könnte 95% des jetzigen Atommülls zurückverwandeln und man hätte am Schluss nur 5% Müll und hätte somit natürlich kein Problem. Ja, wir sprechen uns für Laufzeitverlängerungen aus, vor allem jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, also mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, wo man mit Gas Schwierigkeiten bekommen könnten, wo man mit Öl Schwierigkeiten bekommen könnten, wo man mit Nahrungsmitteln Schwierigkeiten bekommen könnten oder bei allen drei Sachen mit Sicherheit werden, dann braucht man eine verlässliche Sache. Und vor allem die letzten drei Kernkraftwerke, die wir jetzt haben, die müsste man unbedingt laufen lassen. Es kann nicht sein, dass dann irgendwie Energie rationiert wird und heißt, du darfst heute Zuckerrüben produzieren, du darfst morgen Autos produzieren und du darfst übermorgen Kartonagen und Papier produzieren und das im Abwechseln. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Also bitte, einfach nur vernünftig denken. Und wer irgendwie so sagt, der AfD ist so dumm und bla bla bla, nochmal, lesen bildet. Wir haben ein vernünftiges Programm. Einfach lesen und ihr versteht es, dass wir die Einzigen sind, die nur mit Verstand arbeiten. Und wir sind lauter Menschen, die aus der Wirtschaft kommen, die vorher mit einem Beruf einer Geld verdient haben, die auch einen Lohnzettel in der Hand gehabt haben, die was hängen, was da draufsteht, die einen Strom selber zahlen, die selber einkaufen gingen, die Mehrwertsteuer lesen können, die EEG lesen können, wenn sie eine Stromabrechnung kriegen und so weiter und so fort. Also bitte, die AfD hat die Richtigen, hat die Guten und wir haben die Einzigen, die noch klar sagen, Deutschland zuerst und die vier Deutschland einstehen. Wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch, können Sie einen Kommentar unten lassen. Wenn Sie mehr von mir messen möchten, einfach folgen oder oben die Glocke. Dann seht ihr jetzt ein Video von mir. Ich erzähle Ihnen viel mehr über die AfD. In dem Sinne, Servus, pfiat euch, habe die Ehre. Enkel Stefan.